Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseher. Wir sind wieder auf Sendung und Sie sind mit dabei. Heute darf ich Sie vom Schlossberg begrüßen. Wunderschöne Kulisse. Freut mich, dass ich Sie von hier begrüßen darf. Ja, ein Hotelbesuch ist auch für uns Menschen nicht besonders alltäglich. Eher etwas, was man hin und wieder mal im Urlaub sich gönnt. Besonders interessant wird das Ganze aber, wenn es sich bei den Hotelgästen nicht um Menschen, sondern um Katzen handelt. Was es mit so einem Katzenhotel auf sich hat, das zeigen wir Ihnen jetzt im Thema der Woche. Ein Katzenhotel bietet eine spezielle Betreuung für Katzen, wenn ihre Besitzer verreisen oder aus anderen Gründen eine zuverlässige Unterbringung für ihre Tiere benötigen. Dabei steht der Komfort und das Wohlbefinden der Tiere im Mittelpunkt. Die Unterbringung erfolgt in gemütlichen und sicheren Räumlichkeiten, die auf die Bedürfnisse der Katzen abgestimmt sind. Bin ich vielleicht ein bisschen der kreative Kopf, der schon vorher sieht, wie das ausschauen könnte und was da passieren kann. Und ja, dann ist halt eins zum anderen gekommen, dann fällt uns noch was ein, dann es ergibt sich dann halt, wenn man dann da ist, einrichtet, dann kommt noch das und das und das und dann kommen halt die liebevollen Details zustande, sage ich einmal. Das Hotel selbst ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die den Katzen ausreichend Platz zum Spielen, Entspannen und Erleben bieten. Die Zimmer sind großzügig gestaltet, mit vielen Rückzugsorten, mit weichen Liegeflächen, versteckten Kuschelhöhlen und spannenden Klettergerüsten. Diese Ausstattung ermöglicht es den Katzen, ihren natürlichen Verhaltensweisen nachzugehen und sich jederzeit sicher und wohl zu fühlen. Naja, wir haben 9 verschiedene Zimmer und da haben wir halt wirklich geschaut, dass wir verschiedene Themen reinbringen. Also wir haben zum Beispiel die Panorama-Suite 1.0 und 2.0, da schaut man eben dann auf den Marktplatz runter. Wir haben einen rosa Wolkenkranz, der ist komplett in rosa gehalten. Ein Dschungelparadies haben wir, da haben wir auch 2 Zimmer. Eine Urlaubslodge, das ist halt alles ein bisschen auf Urlaub eingerichtet. Eine Holzhütte, das besteht halt hauptsächlich aus Holz, das ganze Inventar, was wir haben. Ja, auf das haben wir uns halt geschaut, dass wir uns ein bisschen abheben, dass wir irgendwie anders sind und geschaut, dass wir das liebevoll einrichten und genau. Die Idee haben wir schon vor ca. 5 Jahren gehabt, dadurch, dass wir immer Urlaub gefahren sind und wir haben einen Vorteil gehabt von meiner Mama, die immer auf unsere aufpasst, auf unsere Katzeln. Aber dann ist die Idee gekommen, jeder hat nicht einen Vorteil und so ist die Idee dann entstanden, dass wir so ein Katzenhotel quasi eröffnen. Hat dann etwas länger gedauert, aber jetzt haben wir unseren Traum endlich erfüllen können. Und zum Namen ist eigentlich mein Mann gekommen. Unsere Kätzchen, die Emma, ist leider verstorben und mein Mann hat dann gesagt, wenn unser Traum einmal in Erfüllung geht, dann wird es nach der Emma benannt. Also wir haben wirklich 9 Einzelzimmer, bei uns gibt es keine Gruppenhaltung. Hast aber jetzt ein Einzelzimmer, okay, wenn du jetzt zum Beispiel 2 Katzen hast im gleichen Haushalt, können die natürlich in einen Raum, ja? Die sperren wir dann nicht auseinander, das wäre ein Wahnsinn eigentlich. Aber ja, also prinzipiell Einzelhaltung, keine Gruppenhaltung und Platz für 9 Zimmern, wie viel halt dann halt da sind. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Ernährung der Katzen. Die Mahlzeiten werden individuell auf die Bedürfnisse und Vorlieben jedes Tieres abgestimmt. Dabei wird darauf geachtet, dass jede Katze genau die Nahrung erhält, die sie braucht, um gesund und zufrieden zu bleiben. Wir haben 2 verschiedene Trockenfutter, getreidefrei, zuckerfrei, aber das Nassfutter müssen sie selber mitnehmen. Weil beim Nassfutter ist es ein bisschen schwierig mit dem Umstellen, da sind die Katzen ja sehr empfindlich. Trockenfutter, wenn man gutes hat, das funktioniert, also das hat er bis jetzt bei allen Gästen super hingehauen, aber Nassfutter muss der Besitzer selber mitbringen, genau. Neben der Grundversorgung wird im Katzenhotel auch großer Wert auf die medizinische Betreuung gelegt. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen und individuell abgestimmte Pflegeprogramme gehören zum Standard, um sicherzustellen, dass alle Tiere in bester Verfassung bleiben. Also ganz wichtig, egal ob Freigänger oder Wohnungskatze, sie muss vollständig geimpft sein. Da muss vorab der Impfpass durchgeschickt werden, dann schaue ich, ob alles passt. Sie müssen dann auch komplett entwurmt sein, entfloht, dann gegen Milben, gegen Zecken, also das volle Programm. Wenn das nicht passt, dann gibt es leider keine Aufnahme bei uns. Also das wird wirklich vorgeschrieben, aber nicht nur jetzt von uns, auch von den behördlichen Seiten. Und das passt also, das ist sehr wichtig. Ne? Das ist auch Schutz für die anderen Gäste und fürs ganze Haus, für unser ganzes Hotel quasi. Ja, das ist ein langer Weg eigentlich gewesen, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Es sind halt schon sehr viele Auflagen, was natürlich der Tierschutz, da schaut man halt sehr genau, ist ja verständlich, passt ja, dass das halt wirklich alles passt, dass da keine Seuche ausbrechen kann, dass es einen Quarantäneraum gibt, dass wirklich bei der Aufnahme ja geschaut wird, sind die Katzen geimpft, sind sie entwurmt, sind sie entfloht, also das muss wirklich alles passen, weil sonst gibt es bei uns leider keinen Urlaub für die Katze.
Zur weiteren Entlastung der Besitzer bietet das Hotel zusätzlich Dienstleistungen an, wie beispielsweise Spielstunden oder Kuscheleinheiten. Diese Aktivitäten sorgen dafür, dass die Katzen nicht nur körperlich, sondern auch mental gefordert und gefördert werden. Gegen 6:45 starte ich. Da werde ich mit meinem Servierwagen alles einsammeln, die ganzen Näpfe. Die Futterplätze werden sauber gemacht. Dann tue ich alles vorbereiten, die ganzen neuen frischen Näpfe mit dem jeweiligen Futter, frisches Wasser, was natürlich mehrmals am Tag auch gewechselt wird und aufgefüllt wird. Und dann fahre ich mit meinem Servierwagen durch die Zimmer und jeder Gast kriegt dann sein Frühstück. Das Konzept des Katzenhotels basiert darauf, den Tieren eine möglichst stressfreie und angenehme Zeit zu ermöglichen, während ihre Besitzer abwesend sind. Ich glaube, meine Ehefrau hat am allermeisten Freude, weil die wird die Katze am liebsten gar nicht mehr zurückgeben. Aber ja, also ich glaube, die Katzen freuen sich so wie die Besitzer und wir auch. Also es ist für alle eine Win-Win-Situation, glaube ich. Durch die Kombination aus liebevoller Betreuung, individueller Pflege und einer auf die Katzen abgestimmten Umgebung wird sichergestellt, dass sich jede Katze rundum wohlfühlt. Dabei steht immer im Vordergrund, dass die Tiere während ihres Aufenthalts bestens versorgt sind und ihre Zeit im Hotel genauso genießen können wie ihre Besitzer den Urlaub. Edle Tropfen, geselliges Beisammensein und Kulinarik, das alles und noch viel mehr konnte man beim Weinfest in Leoben genießen. Dabei zeigte sich auch wieder die einzigartige Weinvielfalt unserer Steiermark. Exzellente Weine, der Leobener Hauptplatz und eine zünftig steirische Musik. Da kann es sich ja nur um das Leobener Weinfest drehen. Und hier sind wir heute für alle diejenigen, die heute vor dem Fernseher sitzen und nicht dabei sein können. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal um. Dieses Fest gibt es ja jetzt seit einigen Jahren. Was hat sich denn im Laufe der Zeit verändert? Naja, was sich verändert hat, der Wein ist so gut geblieben, wie er immer war. Es haben sich ein bisschen mehr Winzer zu uns bekannt. Wir haben es ein bisschen größer gestaltet. Wir haben neue Hütten dafür gebaut, die wir da eingebaut haben. Wir haben mehr Kulinarik dazu bekommen und natürlich haben sich Besucherzahlen fast verdoppelt. Und das sieht man heute, halt, dass einfach der Zugang sehr, sehr gut geworden ist zum Weinfest. Ich bin zum ersten Mal da beim Weinfest in Leoben. Ich finde es wirklich toll. Ganz ein tolles Fest, super Stimmung, viele verschiedene Stände, tolle Winzer da. Also ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Dieses Fest ist jetzt ja mittlerweile schon richtig groß. Wie stolz ist man denn da? Eigentlich ist man sehr stolz. Das ist eine der meiner Lieblingsveranstaltungen. Wir haben sehr, sehr viele hier am Leobener Hauptplatz und der Höhepunkt wird dann am 10. Oktober sein, der größte Kirtag. Aber heute konzentriere ich mich auf den Wein. Bier trinke ich, um meinen Durst zu löschen. Wein trinke ich, um zu genießen. Österreichisch, vor allem der steirische Wein, hat eine großartige Qualität. Wirklich top. Die Winzerinnen und Winzer sind bestens ausgebildet. Wir haben ja tolle Schulen in allen Bundesländern fast. Ich denke etwa Silberberge in der Steiermark oder Klosterneuburg. Und das macht sich bezahlt. Ja, wir haben jetzt ungefähr knapp 30 Winzer, die wir da haben. Das ist sehr, sehr gut. Unterschiedliche junge, ein bisschen reifere Winzer haben wir da. Und das macht es sehr interessant und auch gut natürlich, weil sie sehr viel wissen über den Wein, kann man sagen, sehr viel Wissen abholen von denen. Sie haben ja das Weinfest vor Jahren ins Leben gerufen. Wie ist das denn damals zustande gekommen? Ich war damals Obmann des Tourismusverbandes Leoben, also in etwa 15 Jahren habe ich das gemacht. Und im Zuge dieser Funktion habe ich das Weinfest gegründet. Und ich muss sagen, die Resonanz war am Anfang nicht so gut. Jeder hat gesagt, wie kannst du in der Bierhauptstadt Österreichs ein Weinfest machen? Aber ich muss sagen, das hat eingeschlagen, es ist heute ein Selbsttreffer. Ich glaube, Wein schließt ein gutes Glas Bier oder was nicht aus, also, und das passt immer wieder. Frisch gekürt und heute schon beim Weinfest in Leoben. Wie gefällt es denn da? Es gefällt mir super gut da. Ich war letztes Jahr auch schon da. Wir haben einen eigenen Stand da gehabt, heuer auch wieder. Und ich freue mich riesig, dass ich bei so vielen Leuten als steirische Weinkönigin dort vertreten sein darf. Hier wird sicherlich noch lange weiter gefeiert, denn den guten Geschmack des Weines möchte man ebenso lange auskosten wie die gute Stimmung beim Leobener Weinfest.
jedes Jahr aufs Neue beeindruckte Tag der Einsatzorganisationen mit spektakulären Darbietungen der einzelnen Einsatzkräfte. Heuer findet er Ende September in Feldbach statt. Wir konnten uns im Vorfeld bei einem Pressegespräch dazu informieren. Der Tag der Einsatzorganisationen ist jedes Jahr ein Highlight, bei dem sich die unterschiedlichsten Einsatzkräfte präsentieren können und Einblicke in ihre Arbeit geben. Diesmal wird dieser Tag in Feldbach stattfinden. Die Vorbereitungen für das Event am 21. September laufen bereits auf Hochtouren. Ich bin dem Zivilschutzverband Steiermark sehr dankbar, dass wir heuer diesen Tag ausführen dürfen. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis und sie werden sehen, aufgrund der vielen teilnehmenden Organisationen, dass wir in der Steiermark, was Thema Sicherheit anbelangt, sehr, sehr gut ausgestattet sind und es Gott sei Dank viele freiwillige Organisationen gibt, die täglich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche und 365 Tage für Sicherheit sorgen. Es wird sehr viele Spezialvorführungen geben, unter anderem von der Cobra Süd, unter anderem natürlich auch vom österreichischen Bundesheer. Hier haben wir in Feldbach eine eigene Station vom Bundesheer. Es wird eine Einsatzübung von Feuerwehr, Polizei und Rettung geben. Es wird Entstehungsbrandbekämpfung geben. Wir werden natürlich auch mit der Tierhilfe, also einer Einsatzorganisation, auch Katzen von Bäumen retten. Und hier geht es natürlich um die Sicherheit. Und alles wird bestmöglich vorbereitet, damit hinterher überhaupt nichts passiert. Mit der Veranstaltung soll nicht nur die Leistung und Vielfältigkeit der Einsatzkräfte sichtbar gemacht werden, sondern auch ein Anreiz für den Nachwuchs geschaffen werden. Die Jugend ist die Zukunft der Einsatzorganisationen, der Feuerwehren, aber natürlich auch allen anderen Vereinen, wie ein Tanzkreis, wie ein Musikverein. Und wenn die Jugend schon die Möglichkeit hat, einmal in ein Feuerwehrauto hineinzusitzen, in ein Bundesheerauto hineinzusitzen oder in ein Cobra-Auto hineinzusitzen, ist es natürlich was Tolles. Diese Möglichkeit hat man nicht jeden Tag. Aber am 21. September, beim Tag der Einsatzorganisation hier in Feldbach, hat man diese Möglichkeit. Über 500 Einsatzkräfte werden mit Infoständen, Übungssimulationen und Spezialvorführungen für ganz besondere Eindrücke sorgen. Gleichzeitig dient das Event auch der Vernetzung und dem Austausch der Einsatzkräfte untereinander. Der Märchensommer Steiermark feierte sein 10-jähriges Jubiläum. Seit 10 Jahren begeistert er jung und alt mit seinen lebhaften Geschichten. Wir konnten hinter die Kulissen dieses Theaterfestivals blicken. Der Märchensommer Steiermark feiert 2024 sein 10-jähriges Jubiläum und blickt auf zahlreiche zauberhafte Inszenierungen zurück. Seit seiner Gründung hat das Festival sowohl neu erfundene Märchen wie Malanda, das Feenland der Träume, Hex-Mex und das Märchenkarussell präsentiert, als auch klassische Stoffe neu interpretiert. Seit 2017 gestaltet die Autorin Michaela Riedl-Schlosser bekannte Märchen in modernen Wanderfassungen. Darunter Alice im Wunderland, der Zauberer von Oz, Aladdin und die Wunderlampe oder auch das Dschungelbuch. Zum 10-jährigen Jubiläum kehrt das Festival zurück zu den Wurzeln und widmet sich einem Klassiker der Brüder Grimm. Schneewittchen. Die neue Inszenierung Schneewittchen neu verzwergt bringt frische Wendungen in die bekannte Geschichte, sodass bekannte Figuren wie die sieben Zwerge in neuem Licht erscheinen. Die Zahl 7, die im Märchen und in der Natur als Symbol der Vollkommenheit gilt, spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie steht für die 7 Tage der Woche, die 7 Weltwunder und die 7 Farben des Regenbogens. In der Natur tritt der Mond alle 7 Tage in eine neue Phase ein und in den Märchen retten die 7 Zwerge das Schneewittchen. Der Märchensommer Steiermark bleibt damit seiner Tradition als interaktives Theater treu, begleitet von eigens komponierter Musik von Andreas Radovan, die verschiedene Musikstile miteinander vereint. Die Liedtexte stammen von Gudrun Nikodem Eichenhardt, der steirischen Kernöl-Amazone. Das Stück Schneewittchen neu verzwergt ist eine Geschichte über Freundschaft, das Erwachsenwerden und die Kraft der Liebe. Der Märchensommer 2024 lädt das Publikum ein, gemeinsam mit Schneewittchen und den sieben Zwergen in eine magische Welt einzutauchen. Das Festival verspricht ein unvergessliches Erlebnis voller Musik, Überraschungen und märchenhaften Abenteuer. Bei unserem dieswöchigen Interview haben wir mit unserem Interviewgast Miriam Brünner einen Gang durch den Grazer Stadtpark gewagt und dabei mehr über Sie, Ihren Podcast und Ihre Rolle als Podcast-Moderatorin erfahren.
Ja, hallo liebe Zuseher, ich begrüße Sie zu einem neuen Interview der Woche mit einem neuen Interviewgast. Miriam Brünner ist die kreative Kraft hinter dem Podcast 20 Minutes Upload. Dabei nimmt sie ihre Zuhörer mit auf eine Reise um die Welt und trifft interessante Leute aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Und heute ist sie bei uns. Hallo, hallo. Miriam, freut mich, dass du mit uns das Interview führst. Danke für die Einladung. Wir werden heute ein bisschen durch den Stadtpark spazieren. Und meine erste Frage ist gleich, wie bist du zu dem Ganzen gekommen überhaupt? Genau, also als erstes muss man gleich mal vorwegnehmen, dass es ja nicht meine eigene Produktion ist, sondern dass das ohne meine Kolleginnen und Kollegen auf keinen Fall möglich gewesen wäre, das so umzusetzen. Mein eigener Hintergrund ist aber, dass ich das schon sehr lange eigentlich machen wollte. Und dann haben wir eben bei uns im Pentamedia Studio auch angefangen, Podcasts für andere Leute zu produzieren. Und dann ist irgendwie so der Gedanke gekommen, ja, wenn wir schon das Equipment haben und heuer auch die Zeit dafür, dann könnten wir ein eigenes Projekt umsetzen. Und so haben wir dann zusammen im Team gebrainstormt und ein bisschen Ideenfindung gemacht und sind dann eben zum Thema Reisen gekommen, weil das so intern ein Thema ist, das uns alle sehr begeistert. Und genau, dann haben wir uns ein bisschen so die Eckpunkte überlegt. Der Podcast ist rein auf Englisch, eben aus dem Grund, dass man so mehr Leute erreichen kann und auch, dass unsere Gäste nicht immer Deutsch können. Also das ist so genau der Plan dahinter. Und dann haben wir heuer im Februar mit der Umsetzung angefangen. Und ja, seitdem läuft das Ganze. Wie gut müssen da die Englisch-Skills sein? Muss man da ein bisschen üben vorher vielleicht? Es geht. Also für mich persönlich nicht, da meine Englischkenntnisse vor Hause schon, glaube ich, recht gut waren. Aber das eigentliche Hindernis so ein bisschen dabei ist, dass ja jeder einen anderen Akzent hat. Also je nach Land, wo die Leute her sind, weicht die Aussprache und der Akzent halt auch immer sehr stark ab. Und mir hat dann tatsächlich auch schon mal jemand gefragt, ob ich Schwierigkeiten damit habe. Tatsächlich nicht. Es ist bis jetzt alles super gegangen. Ich habe noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich was jetzt nicht verstanden hätte. Ja. Und wie bereitest du da die Leute, da werden ja viele sein, die was vielleicht noch nie ein Interview geführt haben, wie bereitest du die Leute darauf vor? Ich meine, dich selber ist ja auch ein eigener Punkt, aber genau, wie ist das mit den Leuten? Kriegen die da einen Fragenkatalog oder wie schaut das aus? Genau, also die Vorbereitung macht dankenswerterweise mein Kollege die Marie und die führt eben den Mailkontakt mit den Gästen und die kriegen dann ein Formular, das sie ausfüllen. Und da können sie eben angeben, welche Themen sie besonders interessieren oder worüber sie gar nicht sprechen wollen, weil je nachdem, jeder hat persönliche Befindlichkeiten, worüber man nicht sprechen möchte. Und das wollte man eben auf jeden Fall vermeiden, dass man da jetzt nicht irgendwen dazu zwingen, über Dinge zu reden, die er nicht möchte. Genau, und dann kriegen wir dieses Formular dann wieder zurück und die Marie macht dann die Vorbereitung mit allen möglichen Details. Die fragen, was sie jetzt nicht anziehen sollten, nachdem wir vor einem schwarzen Hintergrund shooten. Ja. Sollte man gewisse Dinge ja vermeiden. Genau, und bei etwaigen Fragen können sie sich ja immer melden und so hoffen wir, dass wir sie bestmöglich vorbereiten. Und wie bereitest du dich jetzt vor? Kommst du noch vor? Jetzt hast du wahrscheinlich schon einige Episoden gedreht, nehme ich an, oder? Ja, also wir sind weit über 20 mittlerweile. Und dadurch, dass ich eigentlich immer hinter der Kamera gestanden bin, durch meinen Beruf auch, war das am Anfang sehr schwer für mich, da reinzukommen. Genau, aber ich versuche mir eben möglichst vorzubereiten, mir das Briefing auch durchzulesen, die Fragen durchzulesen, ein bisschen einen Hintergrund von der Person zu erfahren, gerne auch im Gespräch, bevor das Interview wirklich stattfindet, ein bisschen normal miteinander zu reden und herauszufinden, was die Hintergründe der Person sind. Genau, und dann... Und auch Nervosität, merkt man, da wird man besser oder ist immer noch eine Challenge teilweise? Es ist ein bisschen tagesabhängig, es ist nicht jeder Tag ist gleich, es ist einfach kein konstantes, sind Ups und Downs. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es sehr viel besser geworden ist mit der Zeit. Gerade auch, weil man gewöhnt sich halt dann mehr dran. Wenn man es immer gewohnt ist, dass man nur hinter der Kamera ist, ist es sehr merkwürdig am Anfang dann davor zu sitzen. Aber es wird mit der Zeit definitiv besser. Und merkst du das auch so? Also ich kann da jetzt nur von mir sprechen, aber wenn man unterschiedliche Menschen trifft, ist ja auch immer die Energy unterschiedlich, auch wenn es aus unterschiedlichen Kulturen ist. Da muss man sich ja eben auf den Gesprächspartner einstellen. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Da kann einer einen ja nervös machen und der andere überhaupt nicht. Und man weiß gar nicht warum, oder? Wie ist das bei dir? Das stimmt. Also da merke ich auch sehr starke Unterschiede. Je nach Person. Es sind immer sehr lustig, die Interviews mit Leuten, die sehr viel von sich selber, also von Haus aus von sich selber erzählen. Weil da das Gespräch einfach einen ganz anderen Flow hat. Da kommen auch sehr viel von den Fragen eigentlich weg, die was geplant waren, weil die Themen halt wirklich
sehr, sehr schweifen in jede Richtung. Ein bisschen schwieriger ist es dann eben mit Menschen, die genau das Gegenteil sind, die eher ein bisschen introvertiert und zurückhaltend sind. Und muss man rauslaufen genau, dann, muss man dann so ein bisschen pushen, dass man die Infos kriegt, die man gerne hätte. Aber bis jetzt hat es noch nie die Situation gegeben, wo man gesagt hätten, das hat jetzt gar nicht funktioniert, von dem her. Und wie genau kann ich mir das Setting jetzt vorstellen? Also wie ist das aufgebaut? Wie viel Kamera habt ihr da? Und machst du das immer nur mit einer Person oder hast du auch mehrere Leute, auch, die was du interviewst? Also grundsätzlich haben wir immer einen Gast. Das liegt halt auch ein bisschen an der Gegebenheit vom Set. Also es ist so ein bisschen angehaucht an Wohnzimmer, sehr leger, sehr casual. Wir haben die zwei Sessel nebeneinander, ein bisschen Deko im Sinn von Koffern und Dinge, die uns Reisen erinnern rundherum. Wir filmen immer mit drei Kameras. Also wir haben immer eine fixe Frontale, die uns beide drauf haben, eine Kamera für mich und eine Kamera für unseren Gast. Passieren da manchmal auch Hopperlas? Kommt das auch vor? Es kommt tatsächlich ja durchaus vor, dass hin und wieder Hopperlas passieren. Ja, aber es ist jetzt bis jetzt noch nichts wirklich Grobes passiert. Es sind teilweise halt die Technik, manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. Aber es war jetzt noch nie irgendwas, wo man wirklich gesagt hat, okay, da war jetzt ein grober Fehler drin oder so. Ja. Was waren so vielleicht eine von den spannendsten Geschichten, die du bis jetzt gehört hast? Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Also man muss sagen, es ist wirklich jede Geschichte spannend. Das merke ich ja immer wieder. Also ich könnte jetzt nicht unbedingt eine Person herauspicken, die mich am meisten irgendwie jetzt fasziniert hätte, weil es sind sehr unterschiedliche Geschichten, aber jede ist irgendwie besonders auf ihre eigene Art. Aber es sind dann immer die spannendsten für mich, sind die Personen, die so wirklich von ihrer Leidenschaft erzählen. Da war so richtig aufblühen und du merkst, okay, der interessiert sich so dafür und das ist so richtig begeistert von dem Thema, worüber wir reden. Und das ist dann immer richtig schön, wo man merkt, dass sie so begeistert sind, davon zu erzählen. Das wird wahrscheinlich dann auch oft emotional auch werden. Ich meine, über was sprechen die Leute da so genau? Also was sind da so die Themen zum Beispiel, was da angesprochen wird? Also zum Beispiel vor kurzem haben wir ein Interview geführt mit einem Mann aus Bosnien, der im Gehör beeinträchtigt ist. Und er hat zum Beispiel erzählt von seinen Erfahrungen in seinem Heimatland und dass er da eigentlich so überhaupt keine Unterstützung gekriegt hat und dass ihm das halt sehr getroffen hat. Der ist dann direkt nach Kroatien gegangen, weil er gemeint hat, da war die Unterstützung viel besser als in Bosnien. Und er hat sich dann auch sehr gefreut, dass da in Österreich bei uns das nochmal so viel besser ist und dass er so viel mehr Qualität in seinem Leben hat da. Und das habe ich zum Beispiel auch sehr interessant gefunden, weil so als Mensch ohne Beeinträchtigung machst du dir über das gar keine Gedanken. Und dann siehst du so oder hörst du die Geschichten von anderen Menschen und dann kommst du eigentlich erst drauf, okay, das ist ein netter Standard, dass du überall so leben kannst wie ein Mensch ohne Beeinträchtigung. Und welche Länder, welche Kulturen hast du da jetzt schon dabei gehabt, wo du sagst, boah, das war jetzt ganz interessant oder ganz weit weg vielleicht sogar? Wir haben einige Personen aus Indien gehabt und auch aus Japan haben wir jemanden gehabt. Also grundsätzlich, die Länder, je weiter weg das sind, desto interessanter finde ich es auch, weil man muss ja sagen, in Europa sind schon die Kulturen auch relativ ähnlich in gewisse Aspekte. Aber wir haben ja zum Beispiel Argentinier gehabt oder genau, also alles was so Südamerika oder auch USA haben wir gehabt. Also alles was so ein bisschen weiter weg ist, das finde ich sehr, sehr spannend, weil eben die größten Unterschiede zum Herausarbeiten sind. Wie würdest du sagen, seit Beginn des Podcasts bis jetzt, wie war da deine persönliche Entwicklung? Weil das macht ja mit einem selber auch was. Genau. Also ich würde sagen, ich war schon von Anfang an eine sehr offene Person, was das angeht. Ich bin in einer Familie groß geworden, die sehr viel gereist ist und das auch mir als Kind schon ermöglicht hat, da mitzukommen. Von dem her würde ich sagen, habe ich eine gute Basis gehabt und ein gutes Basiswissen. Aber es hat sich auf jeden Fall sehr stark geändert, weil also man kommt dann immer wieder drauf, dass es so viele Dinge gibt, die man halt noch nicht gesehen hat und noch nicht weiß. Und es ist wirklich jedes einzelne Land so interessant, dass einfach, ich würde sagen, meine Begeisterung ist, wenn dann einfach nur gewachsen. Weißt du schon, wohin soll es mit dem Podcast noch weitergehen? Hast du schon irgendwelche Ideen vielleicht zur Erweiterung oder ist da irgendwas, was im Raum steht? Ja, also wir sind ja jetzt momentan noch ganz am Anfang eigentlich und im Best-Case-Szenario würde sich das schon anbieten, dass wir irgendwann mit dem Podcast auch vielleicht reisen und andere Orte besuchen und das vielleicht auch einfangen können. Und das wäre, also das da würde mich sehr freuen, wenn sie das ergeben wird. Von dem her wäre das jetzt einmal so das Ziel, nachdem wir ein bisschen Reichweite aufgebaut haben. Hört sich alles cool an. Abschließend noch eine Frage. Was würdest du jetzt jemandem mitgeben,
mir oder jemand anderem, der sagt, hey, das hört sich cool an, ich möchte auch so einen Podcast starten, wie sollte man da am besten beginnen? Ganz simpel, just do it. Weil ich denke, sehr viele haben so Ideen, gerade im öffentlichen Bereich was zu machen und prokrastinieren das einfach sehr stark. Ich kenne das ja von mir selbst, ich hätte es, glaube ich, in dem Umfeld jetzt auch nicht gemacht, also wenn ich nicht in dem Umfeld gewesen wäre, wo ich jetzt bin. Deswegen einfach losstarten und man lernt ja dann im Ablauf sowieso dann. Also je länger man es macht, desto mehr Dinge kann man dann auch adaptieren und besser machen. Und ja, es ist ein stetiger Lernprozess. Jetzt ist sehr interessant und ich sage Miriam, danke für das interessante Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Man sieht sich vielleicht einmal gerne. Und Ihnen, liebe Zuseher, sage ich viel Spaß beim nächsten Interview. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns. Mein Name ist Walter Köln-Schaffer. Es ist meine große Leidenschaft, Fähigkeiten und Wissen am BFI Steiermark zu vermitteln. Hier setze ich mich täglich dafür ein, dass unsere Kurse nicht nur lehrreich und inspirierend sind, sondern auch Spaß machen. Dank der fantastischen Unterstützung des BFI Steiermarks können wir allen Teilnehmenden individuell zur Seite stehen. Es ist mehr als ein Job. Es ist eine Familie, in der jeder zählt und jeder seine Träume verwirklichen kann. Werden Sie jetzt ein Teil des BFI-Teams. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Existenzen sichern. Mit Amiwa Maultier. Hoffnung schenken. Mit Amiwa Dreirade. Bildung ermöglichen. Mit Amiwa Vorrade. Distanzen überwinden. Mit Amiwa Auto. Lassen wir Mobilität gemeinsam Realität werden. In den ärmsten Regionen der Welt. Miwa. Mobilität ist teilbar. www.miwa.at. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Am Grazer Hauptplatz gab es heuer viel Sand zu sehen. Grund dafür waren Künstler, die mit viel Liebe zum Detail einzigartige Sandskulpturen zauberten. Seit 2020 gibt es in der Stadt Graz 4 bis 5 international tätige Künstlerinnen und Künstler, die beeindruckende Sandskulpturen bauen. Unter der Gesamtleitung von Leonardo Ugolini werden in den Sommermonaten am Grazer Hauptplatz zu einem ausgewählten Thema Sandskulpturen erschaffen. Bevor die Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Arbeit beginnen können, muss einiges an Vorarbeit geleistet werden. Zu Beginn werden rund 100 Tonnen Sand mit Wasser vermengt und ordentlich verdichtet. In einer Holzkonstruktion entstehen somit sehr viel Muskelkraft kompakt zusammengepresste Pyramiden aus Sand. Durch diese Technik halten die späteren Kunstwerke auch Regen und Wind stand. Sind die Vorbereitungen erledigt, beginnt die Arbeit der Künstler. Mit Bildhauerwerkzeugen werden aus den kompakten Sandpyramiden feine Formen, Figuren und Bilder herausgeschnitzt. Während dieser Schaffenszeit können die Besucher des Grazer Hauptplatzes den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen und beobachten, wie die Kunstwerke entstehen. Die Skulpturen können dann bis zum Veranstaltungsende bewundert werden. Weil aber selbst Burgenbauen so viel mehr Spaß macht, steht im Zuge der Ausstellung eine überdimensionale Sandkiste am Hauptplatz. Dort können die Kinder sich austoben und mit Sand und Wasser ihre eigenen Fantasiegebilde erschaffen.
Für unser Spontan der Woche waren wir diesmal in Graz unterwegs und haben die Grazer und Grazerinnen gefragt, wie es um ihre Sprachkenntnisse steht. Spontan! 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 Spontan natürlich! Wie steht es um Ihre Sprachkenntnisse? Gut, Deutsch ist natürlich klar, Englisch in mäßig und Italienisch, da kann ich wenigstens mein Essen bestellen. Also verhungern tue ich in Italien nicht. Wie steht es um deine Sprachkenntnisse? Sprichst du eine Sprache oder mehrere? Mehrere. Zwei, also Deutsch und Englisch. Naja, nicht so schlecht. In der Schule habe ich ganz praktischerweise Latein gelernt. Das kann man sehr gut verwerten, spaßhalber. Englisch natürlich auch, ja. Ansonsten ein bisschen Strand-Italienisch und das war's schon. Naja, Englisch ist meine Muttersprache, Deutsch ist meine zweite Sprache und dann Französisch ist meine dritte Sprache. Wie steht's um deine Sprachkenntnisse? Also ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch, aber Spanisch am schlechtesten quasi, also drei. Mittelprächtig, Deutsch, MTV VH1, Englisch, mehrere deutschsprachige Dialekte, das war's. Wie ist es um Ihre Sprachkenntnisse bestellt? Schlecht. Warum? Ja, weil ich sprachlich nicht so ein Multitalent bin wie Sie vielleicht. Ich würde sagen mittelmäßig. Also ich lese schon ganz gerne auch mal so die Zeitung, aber ja, müsst mich jetzt nach Worten abfragen vielleicht. Nee. Wie schaut es bei dir aus mit den Sprachkenntnissen? Was sprichst du für Sprachen? Ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch, ein bisschen Italienisch. Ich glaube, das war's. Gibt es irgendeine Sprache, die Sie noch besonders gerne lernen möchten? Es war Französisch einmal eine Lieblingssprache von mir, aber das weiß ich nicht, ob ich das noch in meinem Alter tun wollte. Spanisch. Warum? Ich würde gerne ein Auslandssemester da machen und da macht es Sinn, schon nochmal Spanisch zu lernen. Eigentlich Französisch, aber es ist leider relativ schwierig. Aber in der Pension dann. Gibt es irgendeine Sprache, die Sie noch gerne unbedingt lernen möchten und warum? Japanisch, weil ich würde gerne dorthin. Und das war's. Und vielleicht auch Arabisch. Ein bisschen kann ich schon davon, aber ich würde gerne ein bisschen mehr lernen. Oberpfälzerisch, weil das so verwandt ist mit dem Oststeirischen. Die Böen haben sehr viel verwandte Wörter, aber es ist trotzdem anders. Sind eins entspannt und lässig, aber sind so auseinander. Trotzdem faszinierend. Ich würde ganz gerne Spanisch lernen und Türkisch noch. Türkisch, weil ein Teil meiner Familie von dort kommt, aber ich das nie gelernt habe. Es war lange noch Portugiesisch, das habe ich mal angefangen, aber es war ein bisschen zu ähnlich zu Spanisch und Italienisch, was es ein bisschen schwierig gemacht hat. Und sonst bin ich gerade eigentlich, habe ich gerade noch keine neue Sprache. Vielleicht irgendwann Arabisch oder so, weil es eine ganz neue Sprache ist, aber das war's. Gibt es irgendeine Sprache, die Sie noch gerne lernen möchten? Ja, doch, durchaus. Japanisch zum Beispiel. Warum die? Weil es eine faszinierende Sprache und faszinierende Leute, faszinierendes Volk und klingt einfach gut so. Spontan! 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 Spontan natürlich! Sprache ist Kultur im ersten Rhetorik-Club in Graz. Diesmal finden Claudia Reitner und Susanna Dellerneu ihren Weg ins Stadtgespräch bei Gregor Wittalm. Reden, tratschen, quatschen, informieren, meine Damen und Herren, Sie wissen es, als treue Begleiter der Stadtgespräche, das tun wir hier in diesem Rahmen und heute erst recht. Ich freue mich, dass Sie zuschauen, meine Damen und Herren, heute redet man nämlich, über was redet man? Über den ersten Grazer Rhetorikclub, auch das haben wir in dieser Stadt und zwei Damen dahinter, sie nennen sich beide Altpräsidentinnen, weil, wie gesagt, da Jahr für Jahr die Spitze wechselt, aber die wissen, um was es geht und sie werden es uns erzählen. Ich freue mich, dass Sie da sind, hier aus der Merck und ich freue mich auf die beiden Damen. Ich beginne hier, die Frau Diplom-Ingenieur Claudia Reitner. Hallo, hallo. Altpräsidentin oder noch Präsidentin, also wie gesagt, wechselt noch. Und die Susanna Dellerneu. Hallo und willkommen. Ich freue mich. Ja, der erste Grazer Rhetorikclub. Wieso der erste, weil es heute der erste war, heißt das auch, es gibt mittlerweile mehrere der gleichen? Oder ist das einfach die Trademark? Noch nicht, aber
Ein zweiter kann sein, dass bald entsteht, in the making sozusagen. Aha, in the making. Aber es ist der erste Grazer Kreatoren-Club und wurde 2017 gegründet. 2017, das ist noch nicht so lange her. Also da haben wir dann ja bald einmal ein Jubiläum. Da werden wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Sehr gerne. Aber vielleicht, dass wir mal die Koordinaten festmachen, liebe Frau Dedenoy. Mhm. Wer versammelt sich da? Was war so die Grundidee, dass man damals 2017 gesagt hat, wir... sammeln uns zusammen und machen einen Rhetorik-Club. Was war da so die Ursprungsidee und wo steht man heute? Wir stehen heute bei fast 39 Mitgliedern. Na bitte. Ja, zwei sind noch in der Warteposition, aber ich denke mir, sie werden auch begeistert dazukommen. Ah, die warten, weil ihr sagt, ihr müsst noch ein bisschen warten oder weil Nein, die noch überlegen? Sondern weil wir anbieten, auch als Gast vorbeizuschauen und dann in Ruhe zu entscheiden. Außerordentlich sozusagen. Genau, ja. Und denn wenn ich einmal Mitglied bin im Rhetorik-Club, dann heißt das auch, dass ich arbeiten muss. Das heißt, ich habe Lernpfade zu beschreiten und das heißt auch, sich wirklich aus der Komfortzone zu bewegen und zu sprechen. Darüber reden wir ja, das hole ich mir ja ganz genau von euch ab. Ja. Aber was war so... Also 39 Leute dabei, was war so von dem Kernteam eins, wo man gesagt hat, versammeln wir uns, machen wir was, machen wir einen Club, warum und mit welchem Ziel? Um wirklich sprechen zu lernen und auch präsentieren zu lernen. Mhm. Denn die Gründungsmitglieder sind vorrangig auch in der Wirtschaft tätig. Aha. Und auch hier geht es darum zu präsentieren, Dinge vorzustellen, Dinge zu bewerben, sich selbst auch vorzustellen, auch pitchen, wie das so schön in der Fachsprache heißt, und einfach auch in Ruhe Deutsch zu pflegen, die deutsche Sprache auch wieder rückzuführen, dass es sehr schön ist, sich mit Worten auszudrücken, dass wir eine unglaubliche Brillanz in den Worten haben, dass Worte mächtig sind und dass wir damit natürlich auch entsprechend unsere Ich meine, ihr rennt da ja bei mir ja sowieso offene Türen ein, also das sind ja offen wie ein Scheinentor bei mir, wenn ich das höre, zerfließe ich dass ich da so Gleichgesinnte finde. Die Sprache als Kulturgut, liebe Frau Reitner, die Sprache als Kulturgut nicht nur als leere Formel mal so hinzustellen, sondern dieses Kulturgut auch zu beleben, zu hegen, zu pflegen, auch weiter zu entwickeln, also das verstehe ich, habe ich Sie richtig verstanden, das seht ihr als euren Auftrag. Aber was meinen denn Sie gerade heute, um das jetzt mal wieder zu bedienen, aber es ist doch so und wir hören es und lesen es, dass wir doch eine Entwicklung haben in der Sprache, die auf Verknappungen, Verkürzungen, auf Verrohungen, auf gesetzte Floskeln angriffig. Wie nehmt ihr beide das wahr? Durchaus. Also es ist eine Mischung aus nicht mehr vollständige Sätze. Alleine wenn ich wo einen Kaffee bestelle, dann sage ich nur verlängerter. Bitte. Ich hätte gerne einen verlängerten, bitte. Gleich ganz was anderes. Natürlich auch englische Wörter, die immer mehr einfließen. Und das ist ein Punkt im Club, wo wir wirklich darauf achten, möglichst nur deutsche Begriffe zu verwenden, um einfach diesen Kern weiterleben zu lassen, sozusagen. Also das ist ein zentrales Element, wobei darüber hinaus geht es auch um Feedback geben. Und auch das ist etwas, was in der heutigen Zeit unglaublich Power einfach bringt, wenn man als Führungskraft wirklich Mitarbeiter sieht, wahrnimmt und gut Feedback geben kann. Und das üben wir ebenfalls im Club. Also nicht nur die Sprache, auch wirklich die Elemente, die es als Führungskraft einfach braucht. Also die Komplexität dessen, wie gesagt, möchte ich ganz explizit nochmal mit euch auseinanderdröseln. Vielleicht noch was das Verrohungen. Sprache ist so ein mächtiges Werkzeug, ein angriffiges Werkzeug, kann es sein, ein verletzendes Werkzeug, wenn man mit Sprache nicht kultiviert umgeht oder ganz bewusst zu verbalen Hammerschlägen greift. Kann man hier an eurer Stelle tatsächlich dagegen halten, absolut, in der Flut dessen, was wir erleben? Wir kümmern uns wirklich um die Weichheit der Sprache. Also es geht bei uns nicht um Totschlagargumentation oder um Streitgespräche. Wir diskutieren durchaus auch in Stegreifmoderationen, wo wir völlig frei ein Thema vorgesetzt bekommen und wo wir antworten müssen. Aber es geht darum, wirklich die deutsche Sprache in den Mittelpunkt zu stellen mit all ihren Feinheiten, mit all den Facetten, die sie bietet. Ich kann durchaus auch eine Botschaft absetzen, aber ich brauche keine rohe Gewalt in den Worten. Ich kann das wirklich anders machen. Und wir trainieren das. Wir trainieren das wirklich auf Augenhöhe. Das Feedback, wie die Claudia schon angesprochen hat, das ist in den Bewertungsreden ganz, ganz wichtig. Alle unsere Sprecher bekommen auch aus dem Publikum eine Bewertung, ein Feedback. Und das ist anonymisiert. Das heißt, natürlich bitten wir darum, das respektvoll und wertschätzend zu machen. Und dann kann ich mich orientieren.
wie war der Auftritt? Bin ich verstanden worden? Mhm. Oder bin ich zu angriffig gewesen? Mhm. Oder verwende ich, ohne es zu merken, Anglizismen oder unter Umständen sogar Wörter, die man im Sprachgebrauch nicht so sagen sollte? So wie Wurscht oder Entschuldigung. Also das rutscht aber natürlich heraus aus der Automatik, weil man ja dann im Flow drinnen ist. Mhm. Aber es geht darum, wirklich zu zeigen, wie schön die deutsche Sprache ist. Und wenn man das übt, dann kann man das auch sprechen. Wie gesagt, ich sage nochmal, dieses Kulturgut und somit auch seinen Sprach- und Wortschatz zu erweitern. Wir leben ja auch hier in einer Zeit der Verknappungen, ja, und viel bleibt da brach liegen und das ist wirklich schade drum. Ein Schlenkerer muss jetzt sein, das ist mir jetzt gerade schon, wie geht es euch mit Gendern? Also mit Innern und so, wie sehr schmerzt das? Oder ist das etwas, wo man sagt, na so kann sich Sprache nun mal auch entwickeln? Wir sind da sehr offen und mit etwas Übung gelingt es auch ohne Problem, Mitarbeiterinnen und Führungskräfte entsprechend zu formulieren. Und von dem her ist es bei uns mit an Bord. Okay. Mhm. Die Sprache, der Ausdruck, ihr habt es ja beide schon durchklingen lassen, da geht es ja nicht nur um die verbalisierte Sprache allein, da geht es ja um eine ganze Haltung und mit der Haltung auch um die Körpersprache, damit Botschaften so ankommen, wie sie ankommen. Wie beschäftigt ihr euch damit? Bietet ihr da so Seminare an? Seht ihr eben die Komplexität, weil sie gesagt haben, im Anschluss gibt es Feedback. Hat Körpersprache zum Inhalt gepasst und dergleichen mehr? Erzählt ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es bei euch zugeht. Absolut. Also Körpersprache ist genauso essentiell wie das gesprochene Wort. Mhm. Wenn sich das nicht deckt, sendet man unbewusst Widersprüche aus. Man erreicht das Gegenüber nicht so gut. Mhm. Oder alleine betritt man die Bühne präsent oder sehr zurückhaltend. All das hat also einen Einfluss darauf, ob man einfach entsprechend die Worte auch wirklich transportieren kann. Und daher ist es definitiv Teil die Körpersprache, welche Position nehme ich ein auf der Bühne, wie kommuniziere ich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ist das zum Beispiel gespiegelt ist. All das sind Elemente, die wir da lernen. Und habt ihr da auch die, man kommt diese Feedback und positive Kritik aus eurer Kraft heraus, des Ursprünglichen und Spontanen, oder holt ihr euch da auch den einen oder anderen Experten oder die Expertin, die euch da Inputs gibt? Je nachdem, beide Möglichkeiten haben wir. Mhm. Das Feedback, das wir sofort nach den Reden geben, kommt natürlich aus uns selber. Also und das ist ja das Ehrlichste. Wir stehen ja immer als Gesamtpaket auf der sogenannten Bühne oder vor dem Publikum und da wird natürlich alles gesamt wahrgenommen. Ja. Wir lernen mit der Stimme zu spielen, leise, laut, Gestik einzusetzen. Ja. Das traut man sich ja draußen in der normalen Wirtschaft nicht, sondern das muss einfach geübt werden. Mhm. Und am Anfang sind alle natürlich vorsichtig. Ne? Darf ich mich überhaupt so geben? Darf ich das zeigen? Darf ich meine Gesten ausladend machen? Darf ich meine Stimme entsprechend modulieren? Darf ich Kunstpausen einlegen? Mhm. Es ist ja so, dass wir ja generell so, und das auch das ist schade, ja so eigentlich wie die Duracell-Mandeln relativ normiert durch das Leben rennen und auch reden im wahrsten Sinn des Wortes, sodass genau diese Scheu natürlich auch fast anerzogen ist, inwieweit kann ich aus mir oder soll ich aus mir raus, kann ich das überhaupt? Also insofern ist das natürlich auch zutiefst persönlichkeitsbildend, kann ich mir vorstellen. Manchmal wahrscheinlich für den einen oder anderen auch schmerzhaft. Ja. Zumindest fordern. Schmerzhaft nicht, es ist ein wirklich sehr geschützter Rahmen und deswegen trauen sich die Mitglieder ja auch aus sich herausgehen. Zumindest einmal eine erste Stufe beim nächsten Mal noch etwas mehr. Ja. Und das ist dann der Schlüssel, warum das Ganze gut funktioniert, also geschützter Rahmen ist, wo man wirklich ermutigt und wo man sich einfach ausprobieren kann. Wirklich, dazu braucht es aber auch einmal den inneren Impuls, dass man das auch will. Ja. Also wie kommen Leute bei euch an, sehen die, ich brauche irgendein Coaching, die dann auch vielleicht eine falsche Vorstellung haben, die brauchen schnell mal ein paar drei Inputs, damit was funktioniert, die sich auch dann bereit sind, darauf einzulassen, auf diese Komplexität des Ausdrucks der Sprache. Das ist eben, wenn sie als Gäste zu uns kommen, bekommen sie den kompletten Ablauf mit. Ja. Und das Erste, so aus der Komfortzone gehen, ist schon die Einladung, traue ich mich schon, wenn ich das erste Mal dabei bin, eine Stegreifrede halten. Ja. Ich werde eingeladen, muss das natürlich nicht machen und da kriege ich das erste Mal schon ein Gefühl, wenn ich mich da drüber traue, weil es ja auch um Glaubenssätze geht. Was ist mir in der Jugend passiert? Ist einmal ein Referat schlecht gegangen? Ja. Ist mir in der Schule ausgelacht worden? Ne?
Und dann erlebe ich einen komplett anderen Rahmen und dann traue ich mich, die erste Stegreifrede halten. Und dann traue ich mich, meine Eisbrecherrede halten. Und da sind oft Sachen dabei, wo wir dastehen und sagen, ja, bitte, was ist da passiert? Ja. Da zeigt sich eine Person, die das selber gar nicht wahrnimmt. Eine Persönlichkeit, muss man dann fast sagen. Also Person wird eine Persönlichkeit. Ja. Ja. Und durch das Feedback und durch das Miteinanderarbeiten merken wir, dass die Leute einfach immer über sich hinauswachsen. Mhm. Absolut. Ja. Mhm. Und unglaubliche Dinge wirklich. Und dann bis zum Wettbewerb hin, sich auch beim Wettbewerb teilnehmen trauen. Ja, auch Redewettbewerbe. Ja. Das ist schön. Ja, wie gesagt, es geht eben um DIY. Ich nenne es immer den Krautgarten. Den eigenen Krautgarten zu bestellen ist relativ einfach, weil dort ist man sicher. Aber dann die nächste Erweiterung, beispielsweise in den Rhetorikclub zu gehen, ist ja schon eine Erweiterung. Absolut. Aber es dann, und da habt ihr auch die Feedbacks, auch wirklich ins Leben zu tragen, das, was man bei euch mitnimmt, das passiert. Absolut. Wir haben ja die Bewertungsreden auch dabei, bei jeder gehaltenen Rede. Das heißt, es wird meistens in der Sandwich-Technik gemacht. Da geht es um einen wertschätzenden Beginn. Dann werden die Verbesserungsvorschläge eingebracht und man endet wieder mit einem wertschätzenden Abschluss. Mhm. Das heißt, Kritik wird hier nicht so empfunden, sondern wirklich aufgenommen. Aha, da kann ich mich drüber trauen das nächste Mal. Vielleicht habe ich schon probiert, es ist noch nicht ganz angekommen. Mhm. Und es geht meistens darum, dass wir sagen, bitte geht zurück, mehr aus euch heraus. Traut euch. Stimme, Gestik. Ne? Gerade in der geschützten Werkstatt ist es ja auch okay. Absolut, ne? Absolut. Ja. Da ist genau das Essentielle, dass man offen Feedback gibt, auch praxisnah, damit man sich wirklich mitnehmen kann ins echte Leben. Damit die Führungskraft beim nächsten Mal konkreter und spezifischer Feedback geben kann, Mitarbeiter anders führt. Oder andere Mitglieder wiederum ihre erste Rede im Zuge von Keynotes besser absolvieren. Also es ist wirklich praxisnah. Und wie gesagt, das ist vielleicht noch sicher wichtig und in eurem Sinne das Hand in Hand mit Körpersprache. Wie gehe ich raus? Wie stelle ich mich hin? Wie gehe ich auf Menschen oder signalisiere, ich gehe auf euch zu, ich bin für euch da? All diese Dinge sind ja so wichtig, weil was nutzt die beste PowerPoint? Das haben wir so ein Paradebeispiel, die beste PowerPoint. Ja. Ich hasse das übrigens, wenn wir eine tolle PowerPoint hat, die dann vorgelesen werden und das auch noch schlecht. Ja, das ist übel. Also insofern höchste Wertschätzung meinerseits für eure Arbeit und vielleicht auch von den Koordinaten her, liebe Frau Reitner, ihr nennt euch den ersten Grazer Rhetorikclub. Ihr habt jetzt auch gerade geschildert, wie ihr Rhetorik definiert. Aber da muss man auch aufpassen, dass so mancher nicht einem Irrtum unterliegt. Dann sage ich, gehe jetzt zum Rhetorikkurs, da lerne ich die 10 besten Wuchteln, wie ich durchs Leben komme. Also das muss man den Leuten schon klar machen. Oder? Ja, nein, es ist wirklich praxisorientiert, das Üben von Sprechen mit Stegreifreden, mit vorbereiteten Reden, das Feedback, was man bekommt, die Lernpfade, also wir haben ein Online-Tool, wo wir dann sehr wohl Werkzeuge an die Hand bekommen, weil der erste Grazer Rhetorik-Club ist ja eingebettet in Toastmasters International. Also es gibt weltweit in 143 Ländern, ich glaube knapp 17.000 Clubs und 360.000 Mitglieder, das habe ich nur so in etwa im Kopf. Da gibt es auch einen Austausch. Durchaus, spätestens bei den Redewettbewerben. Ah, dann cool, zuerst so auf ist halt amerikanisch Area District Level, also man kann so sagen Staatsmeister, Europamaster und das Finale ist dann in Las Vegas war es, letztes Jahr. Aber wie super ist denn das? Und so gehen die Clubs in Austausch und man hat einen spannenden Wettkampf, aber einen sehr freundschaftlichen. Freundschaft. Und vielleicht jetzt noch, weil wir schon in der Schlusskurve sind, also ich bekomme bei euch eine tolle Betreuung, Feedback, also da gibt es quasi ein Programm, das ihr bietet, aber ihr trefft euch auch so, nehme ich mal an, einfach um Spaß zu haben und Sprache zu pflegen, weil es lustig ist. Tut sie das schon? Ja, jeden vierten Mittwoch im Monat. Das ist sehr regelmäßig. Und da setzt ihr euch ohne großes Thema zusammen, sondern ihr ratscht mal, was so Sache ist. Kann man sich das so vorstellen? Ja, es gibt einen gemütlichen Ausklang. Mhm. Also wir rennen ja nicht gleich davon, wenn der Club vorbei ist. Ja, und die Themen ergeben sich absolut. Ja. Und diese Agenda, darf ich nur kurz zeigen? Bitte zeigen Sie nur. Das ist ein zeig das mal. Also da gibt es, ohne das jetzt im Detail, aber da steht alles verschriftet. Also ich sehe sehr, sehr viele Punkte, die es abzuarbeiten gilt. Genau, das hat einfach eine Struktur, an die wir uns halten, die dann teilweise natürlich auch die Vorbereitung für die Wettbewerbe ist. Ja. Und da gibt es eben Rollen zu besetzen. Da kann ich Toastmaster des Abends sein, das heißt, ich moderiere die Veranstaltung, ich kann Sprachstilbewerter werden, dann darf ich das Wort des Abends dazu kreieren. Super. Ich bin Füllwortzähler, eine ganz spannende Funktion. Man ist ja gar nicht sich im Klaren, wie oft man vielleicht, sagt. Ne? Und das wird akribisch mitgezählt und dann verbessert man tatsächlich die Quote. Und also es ist
wirklich spannend. Wir haben die Stegreich-Reden-Moderation, wir haben die Bewertungsreden. Wir also insofern sichert man auch eine gewisse Diskussionskultur und es wird Sprache gepflegt und nicht nur einfach Blödsinn geredet. Ne? Ja, okay. Das ist eine sehr strukturierte Form, um Rhetorik zu pflegen. Das ist ja wichtig, weil wir reden hier von einer Kultureinrichtung, aus meinem Verständnis her, meine Damen. Wer jetzt da Lust bekommen hat, da schaue ich mal vorbei. Mhm. Läuft das barrierefrei? Einmal in die Homepage rein, wir blenden sie ein und schauen, wann ich mal reinschnuppern kann. Ja, gerne als Gast vorbeikommen, überhaupt kein Problem, auch ein zweites Mal, wenn ich mir nicht ganz sicher bin oder mich dann erst das zweite Mal trau. Ja. Oder Freunde mitnehmen oder Freund mitnehmen. Geht es oft leichter. Ja. Wir haben auch Besuchertage, die dann einen speziellen Gast auch mit präsentieren. Ja, und barrierefrei kommt man tatsächlich zu uns. Wir sind bei Jugend am Werk untergebracht. Na bitte, das auch. Im alten ORF-Gebäude in der Nussbaumer Straße. Na, schön. Mit einem wunderschönen Garten, wo man auch im Freien die Rede halten kann und dann mal merkt, okay, wie tut die Akustik, wenn ich im Freien etwas spreche. Also, genau, jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat. Meine Damen, was soll ich sagen? Es war hochgradig spannend, lustig und informativ mit euch zu sprechen und mich von euch informieren zu lassen. Ich wünsche euch toi 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 für die wichtige Arbeit, finde ich, die aber durchaus Spaß machen kann und einen bereichern kann und erweitern kann. Also dafür alles Gute. Danke, dass Sie beide meine Gästinnen um das jetzt auch noch mal zu bedienen. Dankeschön. Ihnen, meine Damen und Herren, ja, wenn Sie da Lust haben, mal was anderes, out of the box, schauen Sie doch vorbei beim Grazer Rhetorikclub. Alles Gute, wir sehen uns. Wie immer, kurz und informativ geht es jetzt weiter zu unseren Kanal 3 Kurznews. Landeshauptmann Christopher Drechsler hat der ältesten Steirerin zum 108. Geburtstag gratuliert. Erika Strohriegel hat sich sehr über die Glückwünsche und die Gratulantenschar gefreut. Die Inlineskating-Aktion des Eishockeyvereins Leoben Kings auf der Sportanlage Tivoli hat die Kids begeistert. Mit viel Freude und Abenteuerlust ging es über den Asphalt. Unter der Anleitung erfahrener Trainer konnten die Kinder ihre Fähigkeiten verbessern und dabei jede Menge Spaß haben. Langsam geht die Sonne unter über der Steiermark und das bedeutet, es ist auch für mich an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, denn da haben wir wieder viele neue, spannende Berichte für Sie in unserem Programm. Ich freue mich schon auf Wiedersehen. Wir sehen uns.